Im College der Kleinstadt Hill Valley geschahen merkwürdige Dinge. Studenten verschwanden unter mysteriösen Umständen. Nur die furchtlose Abenteurerin Jane konnte dieses Rätsel lösen. Sie war entschlossen, den schwer fassbaren Wahnsinnigen zu fangen, der sie entführt hatte. Wird es ihr gelingen, dem Verbrecher die Maske vom Gesicht zu reißen? Bleibt dran und findet es heraus. Gefällt dir das neue Kapitel meiner Geschichte, Eric? Ich finde, es ist episch. Du bist die Königin des Verbrechens, Brenda. Danke, Bro. Ich werde es dann posten. Und fertig. Hallo, ich bin Brenda. Ich besuchte ein Liberal Arts College und träumte davon, eine berühmte Schriftstellerin zu werden. Ich habe jede freie Minute damit verbracht, Geschichten zu schreiben und sie auf Wattpad zu veröffentlichen. Meine Fangemeinde war klein, aber treu. Alle, die meine Geschichten über die furchtlose Jane lasen, dachten, ich sei genau wie sie im wirklichen Leben. Und sie hatten recht. Ich liebte das Horror- und Abenteuergenre. Schließlich war ich eine ziemliche Rebellin. Bei Liebesromanen musste ich kotzen. Mein bester Freund Eric ging auf dasselbe College wie ich. Wir wohnten in einem Wohnheim und arbeiteten abends im Café auf dem Campus. Wir waren also typische Studenten. Aber ein schicksalhaftes Treffen hat unser Leben auf den Kopf gestellt. An diesem Morgen habe ich verschlafen und kam zu spät zur Vorlesung von Miss Monster. So nannte ich unsere Lehrerin für klassische Literatur, Frau Professor Butler. Sie war unheimlich streng und konnte mich nicht ausstehen. Ich musste mich in den Hörsaal schleichen, ohne dass sie mich bemerkte. Eric kam mir zur Hilfe. Er lenkte Miss Butler ab und ich versuchte auf Zehenspitzen zu meinem Platz zu schleichen. Aber die Professorin bemerkte es und schimpfte mich trotzdem aus. Sieh an, was die Katze am Ende der Vorlesung reingeschleppt hat. Brenda, du strapazierst meine Geduld. Daraufhin hat Miss Butler über mich hergezogen und angefangen, meinen Aufsatz zu kritisieren. Ich habe sie gebeten, eine Liebesgeschichte zu schreiben und sie haben mir einen Horror geliefert. Brenda, du hast kein Talent und wirst nie eine Schriftstellerin werden. Ihre Worte machten mich wütend. Ich setzte mich neben Eric und flüsterte ihm zu, dass ich dieser bösen Hexe eine Lektion erteilen würde. Nach der Vorlesung gingen Eric und ich zur Arbeit. Ich machte Kaffee und mein Freund bedient die Tische. Mein Blick fiel auf einen umwerfenden Kerl, der ganz hinten im Café saß. Er sah aus wie ein Aristokrat und starrte mich an. Als sich unsere Blicke trafen, stand er schnell auf und verließ das Café. Mein Herz flatterte. Aww. Dieser geheimnisvolle Fremde kam oft vorbei und ich starrte ihn aus der Ferne an, während mein Herz raste. Ich konnte jedoch nicht den Mut aufbringen, ihn anzusprechen. Hör auf zu sabbern, träumst du wieder von deinem hübschen Typen? Ja, er ist eine Nummer zu groß für mich. Ach, er ist nur ein gewöhnlicher, narzisstischer Idiot. Ich werde für dich mehr über ihn herausfinden. Danke, Kumpel. An diesem Abend schrieb ich ein neues Kapitel von Janes Abenteuern. Ein weiteres Mädchen des Hill Valley College ist verschwunden. Jane versucht, den Entführer ausfindig zu machen und findet am Tatort ein wichtiges Beweisstück. Ein Stück Stoff. Das vermisste Mädchen muss sich gewehrt und das T-Shirt des Täters zerrissen haben. Jetzt musste Jane nur noch herausfinden, welcher der Studenten ein zerrissenes T-Shirt dieser Farbe besaß, um den Mistkerl zu fassen. Nicht schlecht. Ich veröffentlichte das neue Kapitel und las einige ermutigende Kommentare zu den vorherigen Kapiteln. Meine Leser haben sich auf den Höhepunkt gefreut. Ha! Wie war das noch mit dem fehlenden Talent, Professor Butler? Eric kam herüber und setzte sich neben mich. Ich habe mich nach deinem Mr. Perfect erkundigt. Spuck es schon aus. Sein Name ist Christian. Er studiert an unserem College und veröffentlicht auch seine Geschichten. Das ist großartig. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Also werden wir gut miteinander auskommen. Das ist noch nicht alles. Er öffnete Christians Profil auf Wattpad und zeigte es mir. Zu meinem Entsetzen stellte sich heraus, dass er kitschige Liebesgeschichten schrieb. Sein beliebtester Roman hieß Sweet Love. Es war eine Geschichte über ein unglückliches Mädchen, das von seiner bösen Stiefmutter aus dem Haus geworfen wurde. Natürlich kam ein adliger Aristokrat zu ihrer Rettung und ließ das arme Ding in seinem Haus wohnen. Happy End. Es war so schäbig. Ich habe solche Geschichten gehasst. Christian scheint Mädchen in Schwierigkeiten zu mögen. Du musst dich wie die Heldin aus seinen Geschichten verhalten, damit er sich in dich verliebt. Das hörte sich für mich wie eine schreckliche Idee an. Aber als ich Christian am nächsten Tag im Café sah, wurde mir klar, dass ich alles tun würde, damit er mich bemerkt. Ich versuchte so zu tun, als ob ich den Tränen nahe wäre und ging zu Christians Tisch. Dann tat ich so, als würde ich stolpern. Wie ein echter Ritter ließ er mich nicht fallen.
Oh, danke. Danke, dass du mich aufgefangen hast. Ich konnte vor lauter Tränen nicht sehen, wohin ich gehe. Hat dich jemand verletzt? Meine Stiefmutter. Sie hasst mich. Es ist zu schrecklich. Ich muss mich ablenken. Christian hat ein wenig gezögert. Aber er hat den Köder geschluckt und mich für den Abend ins Kino eingeladen. Ich werde dir helfen, deine Probleme zu vergessen. Oh, danke schön. Christian küsste mir galant die Hand und ging. Ich war überglücklich. Es hat geklappt. Du bist keine schlechte Schauspielerin. Die Tränen sahen fast echt aus. Ich habe nur deinen Rat befolgt. Ich helfe immer gerne. Los geht's. Wohin? Hast du vergessen? Wir wollten Miss Butler einen Streich spielen. Das ist richtig. Eric und ich haben das Gesicht unserer unausstehlichen Lehrerin auf ein Meme gefotoshoppt, einen Haufen Kopien gedruckt und sie überall in der Schule aufgehängt. Unser Streich wird in die Geschichte eingehen. Kaum hatte ich das gesagt, hörte ich jemanden hinter mir husten. Darf ich fragen, worüber Sie lachen? Erwischt. Miss Monster hat uns auf frischer Tat ertappt und ist ausgerastet. Eric und ich versprachen, die Bilder abzunehmen und flohen. Die Professorin rief uns hinterher, dass wir damit nicht durchkommen würden. Später schlüpfte ich wieder in die Rolle und ging zu einem Date mit Christian. Er schlug vor, dass ich den Film aussuchen sollte. Was ist mit dem neuen Horrorfilm? Natürlich wollte ich ihn sehen, aber es war wichtiger, den richtigen Eindruck zu machen. Also habe ich gelogen und gesagt, dass mir Horrorfilme unheimlich sind. Ich sagte sogar, ich könnte in Ohnmacht fallen. Lass uns stattdessen dieses romantische Drama ansehen. Christian stimmte zögernd zu und kaufte uns Karten. Ich musste die ganze Zeit so tun, als ob ich schluchzen würde. Er musste glauben, dass ich verdammt sensibel war. Zu meiner Überraschung schien Christian nicht glücklich zu sein. Brenda, du hast unser Popcorn mit Tränen getränkt. Die Verabredung verlief nicht gut. Ich kam zurück ins Wohnheim und beschwerte mich bei meinem Freund. Ich verstehe es nicht. Man kann ihn nicht zufriedenstellen. Warum ist er noch nicht in mich verliebt? Vielleicht ist er einfach nicht dein Held. Du bist so cool für ihn, Brenda. So leicht wollte ich nicht aufgeben. Worüber hat Christian noch geschrieben? Ich beschloss, seine Geschichten weiterhin als Drehbuch zu verwenden und rief ihn an. Oh, Christian. Ich brauche deine Hilfe. Was ist los? Meine Stiefmutter hat mich aus dem Haus geworfen. Ich kann nirgendwo hin. Christian zögerte einen Moment, sagte dann aber, ich könne bei ihm übernachten und gab mir seine Adresse. Ich ging wie auf Wolken. Aus irgendeinem Grund war Eric nicht glücklich darüber, dass ich zu Christian ging, obwohl alles dank ihm klappte. Aber ich wollte die Nacht bei meinem Schwarm verbringen, also dachte ich nicht weiter darüber nach. Als ich die atemberaubende Villa sah, in der Christian wohnte, hätte ich fast gequietscht. Leider wurde ich enttäuscht. Komm rein, ich stelle dich meiner Mutter vor. Oh, um ehrlich zu sein, war ich enttäuscht, dass er noch bei seiner Mutter wohnte. War er nicht schon erwachsen? Aber ich lächelte trotzdem freundlich und machte mich bereit, einen guten Eindruck auf seine Mutter zu machen. Stellt euch meinen Schrecken vor, als ich Professor Butler sah. Unnötig zu sagen, dass das Lächeln sofort aus meinem Gesicht verschwand. Miss Monster ist deine Mutter? Ich meine, schön, sie hier zu treffen. Sie hat mich auch erkannt und sofort angefangen, ihren Sohn anzuschreien. Ist das das schüchterne Mädchen, von dem du so geschwärmt hast? Sie ist eine menschliche Katastrophe. Ich will sie nicht in meinem Haus haben. Ich hatte Angst, sie würde ihm die Wahrheit über mich erzählen und meine Chancen bei Christian vermasseln. Zu meiner Überraschung setzte er sich für mich ein. Sei nicht unhöflich. Brenda ist ein wunderbares Mädchen. Und sie hatte einen schlechten Tag. Ich werde sie nicht rauswerfen. So hast du noch nie mit mir gesprochen. Sie ist ein schlechter Einfluss. Christian führte mich weg und zeigte mir das Gästezimmer. Das tut mir leid. Meine Mutter ist ein komplizierter Mensch. Sie ist sehr kontrollierend. Er sah so traurig aus, dass ich nicht anders konnte, als die Schauspielerei für eine Sekunde zu unterbrechen und ihm einen ehrlichen Rat zu geben. Kumpel, du musst Miss Butler zeigen, dass du deine eigene Person bist. Lass dich nicht von ihr wie eine Marionette behandeln. Er sah mich überrascht an. Brenda, es ist, als wärst du ein anderer Mensch. Ich bin zur Vernunft gekommen und habe meine Rolle wieder eingenommen. Oh, ich meinte, wie traurig. Meine Stiefmutter ist auch ein komplizierter Mensch. Du bist seltsam, Brenda. Ich werde aus dir nicht schlau. Er lächelte warm, wünschte mir eine gute Nacht und ging. Am nächsten Morgen hielt mich Professorin Butler auf dem Flur des Colleges an. Sie sah verwirrt aus. Brenda, ich gebe auf und höre auf, dich zu kritisieren. Lass Christian einfach in Ruhe. Du hast einen schlechten Einfluss auf ihn. Miss Butler, ihr Sohn ist bereits erwachsen und sollte in der Lage sein, seine Freunde selbst zu wählen. Wenn sie sich weiterhin wie ein Helikopterelternteil verhalten, wird Christian nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Ich werde mich nicht von ihm trennen. Nicht einmal für eine 1+. Mit diesen Worten drehte ich mich stolz um und ging in den Hörsaal. Danach verbrachten Christian und ich viel Zeit miteinander und wurden bald ein Paar. Ich war auf Wolke 7. Das Tragen einer Maske wurde allerdings von Tag zu Tag schwieriger. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste Christian täuschen,
damit wir zusammen sein konnten. Bald darauf begann jemand, meine Beziehung zu sabotieren. Sie taten alles, um meine Lügen zu entlarven und Christian zu zeigen, dass ich in Wirklichkeit die Königin des Verbrechens war und die Romantik hasste. Es schien mir offensichtlich, dass Professor Butler das tat, um ihren Sohn dazu zu bringen, mir den Laufpass zu geben. Miss Monster hat sich mit der falschen Person angelegt. Christian und ich waren unzertrennlich, obwohl sie sich alle Mühe gab. Als ich endlich etwas Zeit hatte, nahm ich meinen Laptop und begann, ein neues Kapitel meiner Geschichte zu schreiben. Jane war dem Verbrecher näher denn je. Sie sprach mit ihren Kommilitonen, um herauszufinden, wer ein T-Shirt in der gleichen Farbe wie das gefundene Stück Stoff trug. Als sie das Zimmer eines der Studenten betrat, lud er sie zu einem Tee ein. Jane trank ihn und fühlte sich plötzlich schwindlig. Sie erkannte, dass er etwas ins Getränk getan hatte. Als Jane das Bewusstsein verlor, zeigte der Student ihr sein zerrissenes T-Shirt und lachte bedrohlich. Ha! Du bist mir zu nahe gekommen, aber jetzt werde ich dich verstecken und du wirst niemandem erzählen können, dass ich der Entführer vom Campus bin. Das Kapitel war fertig. Ich wollte ein Nickerchen machen, nachdem ich es geschrieben hatte, aber dann platzte Eric ins Zimmer. Brenda, jemand hat deine Geschichten gedruckt und die Seiten überall im College aufgehängt. Alle wissen, dass du die Autorin bist. Oh, verdammt. Wenn Christian wüsste, dass ich Krimis schreibe, würde er das Interesse an mir verlieren. Ich rannte zum College, um die Seiten runterzunehmen, aber es war zu spät. Christian hatte meine Geschichten schon gelesen. Brenda, hast du wirklich Fearless Jane geschrieben? Nein, ehrlich. Meine Freundin hat es geschrieben. Ich habe ihr nur geholfen, es zu veröffentlichen. Ich habe genug. Ich dachte, du wärst anders, Brenda. Wir sind fertig. Christian zerknüllte wütend die Seiten und ging weg. Ich war am Boden zerstört und ging in Miss Butlers Büro, überzeugt davon, dass sie hinter allem steckte. Christian hat mit mir Schluss gemacht. Gratuliere, Sie haben gewonnen. Sie schaute überrascht und sagte, sie habe nichts getan. Es stellte sich heraus, dass meine Rede sie bewegt hatte. Die Professorin wurde klar, dass sie ihrem Sohn nicht genug Freiheiten gelassen hatte. Ich hatte ihn sogar dazu gebracht, klischeehafte Liebesgeschichten zu schreiben. Christian kann sie nicht ausstehen. Er muss auf deine Worte gehört haben, denn er hat sich gegen mich gestellt und gesagt, dass er sich nicht mehr von mir kontrollieren lassen will. Das hatte ich nicht erwartet. Ich habe versucht, Christian anzurufen, um ihm alles zu erklären, aber er ging nicht ran. Ich stapfte zurück in mein Zimmer. Dort wartete Eric auf mich. Ich habe gehört, dass ihr euch getrennt habt. Na endlich, ich warte schon seit Ewigkeiten darauf. Wovon redest du? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin dein allergrößter Fan und total verknallt in dich. Aber du hast mich nur wie einen Freund behandelt. Er sagte, er habe mir absichtlich schlechte Ratschläge gegeben, damit Christian mich nicht mögen würde. Als wir trotzdem zusammenkamen, beschloss er, alles zu tun, um uns zu trennen. Du bist der Grund, warum Christian mit mir Schluss gemacht hat? Ja, wir können endlich zusammen sein. Träum weiter. Ich werde nie deine Freundin sein. Eric runzelte die Stirn und schlug vor, zur Beruhigung Tee zu trinken. Keine schlechte Idee. Ich stimmte zu und er reichte mir eine Tasse. Ich nahm einen Schluck und merkte, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Die Welt schwamm vor meinen Augen und ich begann, das Bewusstsein zu verlieren. Eric benahm sich wie der Bösewicht aus meiner Geschichte. Ich bin dein größter Fan, schon vergessen? Wenn ich nicht der Held deiner Geschichte sein kann, dann werde ich eben der Bösewicht. Er lachte wie ein Verrückter und zitierte den Verbrecher aus meiner Geschichte. Ich werde dich jetzt verstecken, meine furchtlose Brenda. Die Welt wurde dunkel. Als ich wieder zu mir kam, stellte ich fest, dass ich in einer Art Schrank lag. Was zur Hölle? Eric hatte mein Handy mitgenommen und die Tür war verschlossen. Ich konnte Eric trotzdem hinter der Tür hören. Hey, Spinner, wo sind wir hier? Das ist das Landhaus meiner Familie. Die Leute werden nach mir suchen. Jeder wird denken, dass du das College abgebrochen hast, nachdem Christian mit dir Schluss gemacht hat. Dafür habe ich gesorgt. Keiner deiner Leser wird auch nur den geringsten Verdacht schöpfen. Ich werde deine Geschichte weiterschreiben. In diesem Moment wurden mir zwei Dinge klar. Erstens, Eric war von mir besessen und zweitens, dass keine Hilfe kommen würde. Christians Liebesromane kamen mir in den Sinn. In ihnen retteten edle Ritter in glänzender Rüstung immer Mädchen in Not. Ich könnte im Moment einen Helden gebrauchen. Diese Liebesromane sind gar nicht so schlecht. Die Zeit verging. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren, als plötzlich die Tür aufsprang und ich Christian sah. Wie ein schöner Prinz rettete er mich aus dem Turm und vor dem schrecklichen Drachen. Apropos schrecklich, Eric wurde von der Polizei in Handschellen abgeführt. Ich umarmte Christian und fragte ihn, wie er mich gefunden hatte. Es stellte sich heraus, dass er auch schon immer Detektivbücher mochte. Er hatte sogar meine Geschichten über die furchtlose Jane gelesen. Ich wette, seine Mutter wusste nichts davon.
Ich habe dich bewundert und gedacht, dass die Autorin dieser tollen Krimis wahrscheinlich so ähnlich ist wie die Hauptfigur. Ich bin sogar in dieses Café gekommen, um dich anzusprechen, aber ich habe mich nicht getraut. Dann eines Tages kamst du auf mich zu. Aber du warst nicht so, wie ich erwartet hatte. Natürlich war ich das nicht. Damals habe ich Erics Rat befolgt und mich hilflos verhalten. Trotzdem hatte Christian mir eine Chance gegeben. Vor allem, weil ich ihm geholfen hatte, seine Beziehung zu seiner Mutter zu verbessern. Als ich log und sagte, dass eine Freundin von mir die Autorin der Geschichten über Jane war, konnte Christian es nicht mehr ertragen und machte Schluss. Ich lachte und sagte, dass ich so sehr wollte, dass er mich mag, dass ich Angst hatte, ich selbst zu sein. Ich bin eigentlich die Königin des Verbrechens. Deine Mutter würde allerdings sagen, dass ich eine Nervensäge bin. Ich mag dein wahres Ich. Wie hast du herausgefunden, dass Eric mich hier versteckt hat? Christian sagte, er habe sich Sorgen gemacht, als ich verschwunden war und vermutete, dass etwas nicht stimmte, als ich meinen Schreibstil änderte. Ihm war sofort klar, dass jemand anderes die letzten Kapitel geschrieben hatte. Dann bemerkte ich, dass Eric sich seltsam verhielt und folgte ihm. So bin ich hier mit der Polizei gelandet. Mein Held! Eric wurde verhaftet und Christian und ich fingen wieder an, miteinander auszugehen. Er ist bei seiner Mutter ausgezogen und lebt jetzt allein. Unser gemeinsames Buch wird bald veröffentlicht werden. Es ist eine Mischung aus Krimi und Liebesroman. Schließlich haben wir ja über unsere Abenteuer geschrieben. Lügen führen nie zu etwas Gutem. Ihr solltet ihr selbst sein, egal was passiert. Bitte liked meine Geschichte und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.